Promi-Geflüster, heute wieder mit einer neuen Folge und auch ein ganz neues Gesicht bei uns im Promi-Geflüster. Ein Newcomer, kann man sagen, aber er hat wirklich einen grandiosen Start hingelegt. Die Zuschauer, meine Zuschauer, ihr werdet ihn jetzt vielleicht schon gesehen haben bei Florian Silbereisen in der Challenge-Show und jetzt auch in der vergangenen Woche in der letzten Sendung bei Immer wieder Sonntags war er dabei und ein Termin jagt den nächsten. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich sage einfach mal Hallo, herzlich willkommen, Erik Philippi, grüße dich. Vielen, vielen Dank, lieber Frank, auch Hallo an alle Fans, Freunde und Zuschauerinnen und Zuschauer von Promi-Geflüster. Freue mich sehr, dass es klappt. Wunderbar. Hinter dir ist der Gong. Hast du da jetzt noch den Gongschlag gleich? Das machen wir nachher zum Abschluss, da haue ich einmal drauf. Genau, genau. Sehr gerne. Ja, ich habe es gerade gesagt hier, bei Florian Silbereisen, das war sozusagen der Startschuss für eine große Karriere. Was war es für ein Gefühl? Also die Zuschauer haben gewotet, die Künstler, die Kollegen haben gewotet, dass es so abgeht. War das Dankeschön. Zu erwarten? Dankeschön. Ja, erstmal, mit sowas kann man ja nie rechnen, weil es absolut nicht selbstverständlich ist, dass man sowas erleben darf und weil da sehr, sehr viele Faktoren und einige Komponenten aufeinandertreffen und passen müssen. Zumal meine Kollegin und sozusagen Konkurrentin Romy Kirsch an dem Abend ja auch völlig ebenbürtig aufgetreten ist. Und letzten Endes, dass das Voting so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist, freut und ehrt mich natürlich sehr und es war ein absolut überwältigender, emotionaler, wie man auch gesehen hat, Abend für mich. Auf alle Fälle, genau. Und jetzt, wie gesagt, geht Schlag auf Schlag. Kaum ein Tag zu Hause. Davor war es ja relativ ruhig, aber jetzt so viel Hektik. Wie gehst du damit um? Ja, absolut. Also es ist jetzt etwas mehr als 2 Wochen her und ich war seither einmal in meiner Heimat und das auch nur zum Arbeiten für einen ARD-Brisant-Dreh, der sehr schön wurde. Und in der Regel ist es für mich eigentlich die Heimat, die mir Ruhe gibt, die mir Kraft spendet, die mir ja noch einmal so vor Augen führt, dass das alles ein ganz großer Traum ist, den ich hier gerade lebe. Ansonsten muss ich sagen, gibt mir die Autofahrt, ich fahre das auch alles gerne selber und so immer wieder ein bisschen Ruhe und so einfach mal geradeaus auf die Straße gucken und dankbar sein für das alles, was hier gerade so passiert. Ja, also geradeaus gucken beim Fahren, das ist sowieso wichtig, genau. Da hast du recht. Ja, im Saarland, im schönen Saarland bist du zu Hause. Da gab es auch schon in der Vergangenheit einige Künstler, die aus dem Saarland kommen. Ich denke nur Mara Kaiser, Michael Morgan oder Cindy und Bert. Nicole. Jetzt Nicole, nicht zu vergessen, genau. Und jetzt eben hier der Erik Philippi, genau. Musik machst du ja schon von Kindesbeinen an, kann man sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine sehr musikalische Familie. Also jeder meiner Onkel und Tanten spielt ein Instrument. Und so konnte ich in meiner Kindheit schon eine Vielzahl an Instrumenten ausprobieren. Ab und zu auch zum Leidwesen meiner Familie, weil ich habe wirklich auf allen Geburtstagsfeiern, Partys, irgendwelchen Veranstaltungen immer was Neues ausprobiert. Und bin deshalb meiner Familie aber auch sehr dankbar, denn ohne sie würde ich nicht Musik machen. Genau, und jetzt ist eben auch dein Debütalbum rausgekommen. Wir können es da mal kurz einblenden. Ich hoffe, es funktioniert. Das müssen wir jetzt hier drüber legen. Genau, so, da haben wir es. Erik Philippi, schockverliebt. Wie viele Titel sind drauf? 16. 16 Stück, genau. Und alles aus deiner eigenen Feder. Selbst komponiert, selbst getextet? Absolut. Und alles ehrliche Geschichten aus meinem Leben. Ich wollte gerade sagen, Geschichten, die das Leben schreibt. Ne? Alles selbst erlebt, genau. Also Glückwunsch dafür. Ich habe auch schon reingehört oder es liegt auch bei mir schon vor. Und muss sagen, es sind wirklich tolle Nummern drauf. Las Vegas zum Beispiel, ein Kuss, wie auch immer. Also, oder auch gerade hier Abenteuer, Ticket ins Abenteuer. Also, ja, ich freue mich sehr, dass du diesen Song nennst. Das ist auch einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Nee, also doch Glück. Oder Hut ab und herzlichen Glückwunsch dafür. So, jetzt haben wir es, genau. Vielen, vielen Dank, lieber Frank. Ja, und natürlich die Trompete kommt immer mal wieder ins Spiel. Ne? Ja, ich bin letzten Endes auch sehr glücklich, dass ich natürlich in sehr, sehr vielen Entwicklungsprozessen, es war ein sehr langer Entwicklungsprozess und auch durch sehr, sehr viele Nächte in meinem Studio gegangen bin, aber letzten Endes dann den Weg gefunden zu haben, wie ich sie
in meine Songs integrieren kann, das macht mich schon sehr, sehr glücklich und ich nehme sie auch immer gerne mit auf die Bühne. Und dann natürlich steht in der Biografie drinne James Dean des Schlagers. Der Vergleich da damit, wie ist das bei dir? Wir haben da Ja, auch ich weiß Bilder selbst. vorbereitet, die blenden wir dann ein. Genau. Dankeschön erstmal. Es ehrt mich sehr, dass so ein Vergleich über mich im Netz immer wieder und immer öfter kursiert. Ich weiß nicht so ganz, wo es herkommt, aus welcher Ecke. Allerdings weiß ich, dass ich schon aus frühen Kindheitsjahren raus auch James Dean-Fan war, dank meiner Großeltern vor allen Dingen. Und es ehrt mich natürlich sehr, dass die Leute so etwas Schönes über mich sagen. Ich habe eine Zeit lang mal geraucht in meinem Leben und ich hatte da auch sehr gerne so diesen, was man so von James Dean kannte, noch Ja. mit der Stirn und so. Und die Frisur passt ja auch. Vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus der Zeit, aber danke, dass du es sagst, ehrt mich sehr. Ja, nee, auf alle Fälle. Und so ein leichter Vergleich, wie gesagt, wenn man schaut, ist vielleicht vorhanden, wer weiß. Ne? Schauspielerisch auch begabt, hast du da auch Ambitionen? Vielleicht wird es da mal was noch. Ich freue mich über diese Frage sehr, denn das liegt auf jeden Fall natürlich noch in der Zukunft. Also ich werde mich jetzt definitiv auf die Musik konzentrieren, aber wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit dazu bekomme, als Schauspieler tätig zu sein, dann werde ich das sehr, sehr dankend annehmen. Ja, jetzt haben wir natürlich auch den Herbst jetzt bevorstehen, beziehungsweise Sommerzeit ist jetzt rum. Leider. Was wird die Zukunft jetzt noch bringen? Was stehen für Termine an? Ich meine, klar, mit Auftritten ist es ja alles noch ein bisschen, denke ich mal, stiefmütterlich, was die Corona-Zeit ja so mit sich gebracht hat, aber so langsam geht es wieder bergauf, oder? Absolut, ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir jetzt den größten Teil dieser Zeit hinter uns gebracht haben, auf jeden Fall. Aber um auf mich zurückzukommen und deine Frage, was jetzt ansteht, da muss ich natürlich sagen, dass ich jetzt mit voller Kraft in meinem Album in Schock verliebt drinstecke, dass jetzt natürlich sehr, sehr viele Termine anstehen, auch TV-Termine. Es war völlig überwältigend, was über mich, mein Team reingebrochen ist und ist es auch nach wie vor noch. Also wirklich unzählige Booking-Anfragen, wahnsinnig viele, ja, schöne Radio-Interviews, schöne Zeitungsinterviews und so weiter. Auch jetzt heute wieder mit dir hier. Vielen, vielen Dank dafür und natürlich ganz viel TV, worüber ich mich am meisten freue. Und wir werden jetzt einfach alles, was in der nächsten Zeit kommt, mitnehmen und hoffen dann natürlich auch, dass Corona uns im neuen Jahr die Möglichkeit gibt, viel live zu spielen. Auf alle Fälle, da drückt man ganz fest die Daumen. Und wer es weiß, du bist natürlich auch in den Social Dankeschön. Medias sehr, sehr präsent, vor allen Dingen Instagram. Regelmäßig gibt es da irgendwelche Livestreams, wo du singst, wo du mit deinen Fans sozusagen total in Kontakt stehst. Und was ich so mitbekommen habe, es gibt jetzt dann auch ein Online-Konzert, ist das richtig? Ticket ins Abenteuer. Genau, also Was hat's damit auf sich? man kann ein Ticket ins Abenteuer lösen und du hast recht, ich bin schon und das auch schon seit einer etwas längeren Zeit sehr aktiv auf den sozialen Netzwerken und das auch aus einem ganz bestimmten Grund, denn es gibt für mich nichts Wichtigeres, als den Menschen, die mich so sehr unterstützen, etwas zurückzugeben. Und das ist eine Plattform für mich, bei der ich das eben sehr einfach tun kann, bei der ich jedem da draußen die Möglichkeit geben kann, etwas von dem, was sie mir geben, denn viele Menschen schreiben mir auch, was sie mit meiner Musik verbinden, eben zurückzugeben. Und das ist für mich eine Ehre, dass so viele Menschen mir da bis jetzt schon folgen und dass ich immer wieder für sie Konzerte spielen kann. Und so ist auch die Idee entstanden, dass wir ein Ticket ins Abenteuer für all diejenigen buchen oder besser gesagt zur Verfügung stellen, die sich mein Album Schock verliebt schon gekauft haben. Und das wird eine ganz, ganz besondere Entstehungsreise durch den Prozess meines Albums. Also es war natürlich auch mal so, dass also von Rand der Verzweiflung bis größter Emotionen die Nächte durchgearbeitet und so. Und auf diese Reise, in diese Entstehungsreise möchte ich natürlich alle Menschen einmal jetzt noch virtuell, aber ja, jedenfalls ganz bald am 5. Oktober, nämlich um 20 Uhr, mit auf diese Reise nehmen und einladen zu diesem Entstehungsprozess. Wie ist denn Erik Philippi eigentlich zu Erik Philippi geworden und welche Geschichten, welche Werte vertritt er dann nach außen? Und das möchte ich allen noch einmal ja von Herzen gerne zeigen und das auch mit Musik begleiten. Sehr schön, da freuen wir uns alle schon drauf, vor allen Dingen auch deine Fans, denke ich mal, sind schon in großer Erwartung.
Ja, und wie ich sehe, der Kameramann, so langsam fängt er doch das Wackeln an, das ist dein Manager, kann man ruhig sagen, der heute hinter der Nö, nee, Kamera der ist das entspannt. Kamerakind spielt. Den wollen wir jetzt langsam erlösen. Dir einen, ja, tollen Sonntag noch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal live. Das holen wir dann nach. Dann machen wir da nochmal was Schönes, Großes. Lassen wir uns noch was Spezielles einfallen. Und dann sage ich erstmal an dieser Stelle bis dahin herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, Sehr gerne. eine gute Zeit und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ganz, ganz bestimmt werden wir uns live sehen. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und wünsche dir auch von Herzen einen schönen Sonntag. Bleib gesund. Bis ganz bald. Und du darfst jetzt den Gongschlag machen. Ach so, ja, Moment.